Durch unser Handeln und unser Konsumverhalten hinterlassen wir Spuren auf der Erde. Dieser menschliche Einfluss zieht verheerende Folgen für unsere Umwelt nach sich. Hätten alle Erdbewohner denselben Lebensstil wie die Industriestaaten, wäre unsere Erde vermutlich schon kollabiert. Nur weil es Entwicklungsländer gibt, die im Moment noch nicht so viele Ressourcen verbrauchen und Menschen, die bewusst auf einen niedrigen Ressourcen- und Energieverbrauch achten, haben wir in Deutschland das Glück, auf der Erde im scheinbaren Überfluss zu leben. Das ist Anna. Sie lebt in einem Wohnblock mit mehr als 4 Wohnungen. Das ist Silvia. Sie hingegen wohnt in einem freistehenden Haus, wofür man mehr Energie aufbringen muss. Silvia beginnt ihren Tag gemütlich. Auf dem Weg zur Dusche lässt sie das Licht brennen. Während sie ausgiebig 20 Minuten duscht, fängt auch Annas Tag mit einer Erfrischung an. Diese läuft bei ihr deutlich wassersparender ab. Außerdem verwendet sie Energiesparlampen, welche sie immer beim Verlassen des Raumes ausmacht. Bereits am frühen Morgen hat Silvia durch ihre verschwenderische Art viel Wasser und Energie verbraucht. Bei einem Duschgang werden nämlich pro Minute ganze 15 Liter Wasser benötigt. Durch Annas bewussten Umgang mit dem Wasser kommt sie mit einem Eimer aus, während Silvia ganze 2 Badewannen Wasser verbraucht. Außerdem steigt der Energieverbrauch und somit der ökologische Fußabdruck. Auch an so einem normalen Tag möchte Silvia perfekt gestylt sein. Anna beschränkt sich auf das Nötigste und gebraucht natürliche Produkte. Auch bei der Wahl ihrer Kleidung hat sie keine besonderen Schwierigkeiten, denn sie schätzt eher die Qualität als die Quantität. Bei Silvia ist es alles ein bisschen komplizierter. Man kann sich wirklich natürlich vorstellen, welche Wäscheberge hier für die Reinigung zusammenkommen. Dies zieht logischerweise einen hohen Wasserverbrauch mit sich. Nun geht's ans Frühstück. Vergleicht mal die Länge der Transportwege, die der regionale Apfel und eine Banane hinter sich haben. Nach einem mehr oder weniger ausgiebigen Frühstück gehen bzw. fahren beide zum Einkaufen. Anna achtet beim Einkauf auf eine regionale Herkunft und auf eine biologische Anbauweise. Silvia kauft, was das Herz begehrt und am liebsten schnell zubereitete Fertigprodukte. Zum Mittagessen freut sich Silvia auf eine leckere Currywurst mit Pommes. Wisst ihr eigentlich, wie viele Unmengen von Wasser für ein Fleischgericht verbraucht werden? Beide sind nachmittags aktiv, jedoch in verschiedenen Welten. Silvia bequemlich in ihrer virtuellen Welt, aufgebaut durch Strom und somit Energie. Anna in Bewegung in der wirklichen Welt. Snacken ist erlaubt.
Doch was bleibt davon übrig? Auch aus dem Übriggebliebenen kann noch etwas gemacht werden. Deshalb trennt Anna ihren Müll, auch wenn es etwas aufwendig ist. Denn weniger unrecycelter Müll kann auch weniger Schaden anrichten. Bald sind Ferien! Höchste Zeit für Silvia, ihren Last-Minute-All-Inclusive-Urlaub zu buchen. Natürlich möglichst weit weg in den Süden. Bequem mit dem Flugzeug. Anna freut sich auf das Wandern mit ihren Freunden. Viele Menschen in Deutschland verbringen ihren Alltag so ähnlich wie Silvia und hinterlassen dabei deutlich tiefere Spuren auf unserem Planeten, als es ihnen zusteht. Sollten wir uns nicht lieber an einer Lebensweise wie Annas orientieren, obwohl der Wohlstand bei uns mittlerweile gegeben ist? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, weshalb so eine Umstellung nicht leicht ist. Die materialistische Welt hat bei uns mittlerweile schon einen so hohen Stellenwert, dass Verzicht schwerfällt. Aber wir haben doch nur diese eine Welt –